Hallo, hier ist Meini. Um so eine braune Wildbrühe richtig anzusetzen, damit sie Bums und so viel Power hat, dass sie im kalten Zustand geliert und als Grundlage für jedes Wildgericht dient, darum geht es in diesem Video. Als erstes habe ich mein Reh fachgerecht zerlegt und die einzelnen Fleischteile von den Knochen entfernt. Resteverwertung ist mir sehr wichtig. Es wird nichts weggeschmissen. Hier habe ich ausreichend sehnige Fleischreste, die schön Geschmack abgeben, fleischige Rippenknochen, hier den Hals, hier aus der Keule und das hier ist aus der Schulter. So, das Ganze wandert jetzt in den Ofen zum Rösten. Wenn ihr den Fond noch feiner haben wollt, zerkleinert ihr ruhig die Knochen, weil dadurch mehr Oberfläche entsteht. Mehr Oberfläche gleich mehr Geschmack. Ich habe aber zusätzlich sehr viele Fleischreste, deswegen mache ich mir da keine Sorgen wegen dem Geschmack. Alle Mengenangaben findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Nach 20 bis 30 Minuten bei 200 bis 250 Grad im Backofen holen wir die Reste raus und geben gleich Sellerie, Karotten und Zwiebeln dazu. Da diese Brühe eine dunkle Brühe wird, können wir mit Röstgemüse, Tomatenmark und Rotwein arbeiten. Die Knochen, das Gemüse und das Fleisch rösten wir gleich im Topf weiter. Die braune Soße hier passieren wir durch ein Haarsieb und am besten durch ein Passiertuch durch, damit die ganzen unnötigen Trübstoffe rauskommen und geben es gleich zu den Knochen mit rein. Aber erstmal rösten wir Tomatenmark an und löschen das Ganze mehrmals mit Rotwein ab und lassen es verdampfen. Jetzt salzen wir die Knochen und das Fleisch, damit sie gleich beim Kochen Wasser und somit Geschmack rauslassen. Bitte nicht zu viel salzen. Jetzt geben wir die Soße, die wir vorhin passiert haben, rein und füllen den Topf mit kaltem Wasser auf, bis die Knochen bedeckt sind. Wir kochen diesen Fond bei mittlerer Hitze 2,5 bis 3 Stunden ein. Wenn zu viel Flüssigkeit verdampft, geben wir immer wieder etwas Wasser dazu. Diese Fett- und Trübstoffe, die nach oben aufsteigen, entfernen wir. In der Fachsprache sprechen wir hier über das sogenannte Degrassieren. Degrassieren wird vom französischen Wort für Fett abgeleitet. Nachdem der Fond 2 bis 3 Stunden vor sich hingeköchelt hat, geben wir die Gewürze rein. Rosmarinzweig, Sternanis, Pfefferkörner, Lorbeerblätter, Piment und Nelken und Wacholderbeeren dürfen beim Wild auch nicht fehlen. Dann geben wir noch Wasser dazu, bis die Knochen schön bedeckt sind und köcheln weitere 1,5 bis 2 Stunden den Fond ein. Danach passieren wir die Brühe vorsichtig durch ein Passiertuch und ein Haarsieb durch. Diese kräftige braune Wildbrühe ist die Grundlage für sehr viele Wildgerichte. Daraus können wir verschiedene Soßen machen, wie zum Beispiel die Pflaumensoße, die im nächsten Video erscheinen wird. Wenn ihr aber eine reduzierte, kräftige Jus, also eine Bratensoße haben wollt, dann schaut euch gern das oben eingeblendete Video an. Wenn eure Brühe beim Abkühlen diese Konsistenz erreicht, dann bedeutet das, dass ihr die Fleischreste, aber vor allem die Knochen so lange gekocht habt, dass da genug Kollagen ausgetreten ist und die Brühe richtig Power hat. Also alles richtig gemacht. Übrigens, die Brühe kann man auch abfüllen und einfrieren und später verwenden. In diesem Sinne, bleibt gesund und abonniert meinen Kanal für weitere Wildgerichte.